Ja, moin moin Leute. Heute mal ungewohnt, und zwar ich vor der Kamera. Habe ich ja die ganze Zeit so ein bisschen gemieden, weil ich dachte, naja, wer weiß. Aber dann dachte ich, nee, warum nicht? Bin halt momentan unrasiert, aber scheiß drauf, was soll's. So bin ich halt manchmal. Jo. Genau, was hatte ich heute vor? Und zwar, ich wollte euch gerne mal zeigen, was ich mir die Tage an Angelausrüstung gekauft habe. Viel ist es nicht gewesen, also viel schon für mich finanziell, aber ja, wie das so mit den Angelsachen ist, kostet alles einen Haufen Kram und man hat kaum was im Einkaufskorb bzw. im Warenkorb. Ich habe bestellt online. Und zwar bei Angelspezi online. Da habe ich bestellt, ich zeige euch das mal einen Moment. Einmal Knicklichter. Genau, Knicklichter, das sind, wie viel sind da drin? 50 Tüten, A2 Stück, also sprich 100 Knicklichter. Das sind diese ganz normalen, diese gelben Knicklichter, da habe ich auf jeden Fall jetzt erstmal ausgesorgt. Das reicht wahrscheinlich fürs ganze Jahr. Genau, die leuchten ja doch um einiges. Also ich war da letztens echt erstaunt. Und zwar hat das noch 3, 4 Tage später leicht geleuchtet. Und wenn man dann nochmal mit dem Feuerzeug leicht runter geht und das Knicklicht, dann kann man die nochmal reaktivieren und dann ja, leuchtet die eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir bestellt von Trilene Big Game Mono. Monophile Schnur. Und zwar, das ist, ich muss mal meine Brille abnehmen, denn die ist nur für die Weite. Die sieht, das sehe ich auf die kurze Distanz gar nichts. Das ist 0,3450 mm, 1000 Meter. Ja, ist eine braune Schnur. Ja, die habe ich mir fürs Aalangeln, Karpfenangeln und so habe ich mir die bestellt. Die hat eine Traglast von 8,5 Kilo, steht hier drauf. Das sind 17 Lib oder 17 LB. Das ist einmal diese. Genau. So. Das habe ich mir bestellt. Dann habe ich mir bestellt, einen Augenblick, und zwar zwei von den Rudenauflagen. Und dazu einen Bankstick. Und zwar kann ich den rausziehen. Also der ist auch nicht sehr groß. Muss er auch nicht, weil ich meine Rutenständer eh ziemlich tief reinstecke in die Erde, dass die so ganz kurz über dem Grund sind. Und dazu hatte ich mir ganz am Anfang, hatte ich mir hier diese ganz einfachen Banksticks, die hatte ich mir mal gekauft, davon habe ich auch noch zwei Stück. Also zwei Stück. Die Rudenauflagen sind hier auch fest montiert am Anfang und aber irgendwann. Also bei dem geht es noch, aber bei dem, also man sieht, da braucht man nicht wirklich Kraft und man kann das abziehen. Da wäre ich mal ein Klecks, ich habe noch einen Rest. Zwei Komponenten Epoxidharzkleber, so nach 5 Minuten wird er schon leicht fest und nach 1, 2 Tagen ist er komplett ausgehärtet. Dann hatte ich geschenkt bekommen einen Bankstick von jemandem, mit dem ich schon mal angeln war, und dazu habe ich mir einen elektronischen Bissanzeiger, habe ich mir gekauft. Also der ist von Cormoran, nennt sich ProCarb S3000. Das ist auch ein ganz einfacher Bissanzeiger. Ich brauche keinen Schnickschnack. Ich brauche eigentlich nur was wirklich mir bei Dunkelheit die Bisse anzeigt, in Form von einer kleinen LED oder von Licht. Also man hat hier oben, hat man die Lautstärke und das ist auch gleichzeitig, also man hört das vielleicht, man schaltet das damit ein und aus. Genau, ich drehe jetzt mal auf volle Pulle. Dann bräuchte ich mal
Ich suche mal gerade was, wo ich damit durchziehen kann. Ich nehme hier, was habe ich denn hier? Von dem Eheim-Filter habe ich ja, so eine Garantie-Dingens. Also man sieht es auch, eine LED, da sitzt der eine Ton, die kann man auch verstellen. Hat man verschiedene Töne. Klingt total scheiße, der Ton, aber egal. Also das ist ganz hoch. Ja, das ist was ganz Einfaches. Der eine oder andere wird sagen, was ist ein Schrottteil? Aber ja, was soll's, ne? Wenn man halt nicht viel Geld hat, muss man gucken, wo man bleibt. Und ich habe auch keine Lust und kein Geld, irgendwie 150 Euro für einen Bissanzeiger auszugeben. Klar, teures Gerät ist meistens auch immer bessere Qualität. Und ich kenne auch den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber ich sag mal, der hat gekostet, jetzt muss ich kurz überlegen, knapp 10 Euro. Und wenn der ein Jahr, selbst wenn der nur ein Jahr hält, bin ich zufrieden damit. Irgendwann kann ich mir immer noch mal Geld zurücklegen und was Besseres kaufen, ne? Aber momentan reicht mir das und da bin ich mit zufrieden und ja, muss ich gucken am Wasser dann, muss ich den eh noch Langzeittest unterwerfen. Und mal gucken, wie ich auf Dauer damit zufrieden bin. Und ich sag mal, wenn ich da ein paar Mal mit Angeln war, 10 Mal, 15 Mal oder so, und ich bin damit zufrieden, und dann würde ich mir davon auch jederzeit einen zweiten kaufen. Genau, das ist das. Dann hatte ich was gebastelt. Und zwar, ich hatte mir ja auch Haken bestellt. Einen Moment. Da gucke ich mal in meine Angelkiste. Ich hatte mir, wo ist es denn? Genau, diese Brettchen hier geholt. Das ist so ein Schaumstoff. Da habe ich momentan drauf Owner Haken. Und zwar diese Serie nennt sich Sode. Und zwar, das ist ein 10er Haken. Habe ich da, also einen kleinen 10er Haken. Da habe ich drauf ein 0,20er Vorfach mit 2,6 Kilo Tragkraft. So. Ja, gut, ist leicht verschwommen, kann man jetzt so nicht erkennen. Genau. Auf der anderen Seite habe ich Tubertini Haken, die ich mir gekauft hatte. Also diese. Das sind Tubertini-Haken und zwar die Nummer 8. Vorfach habe ich auch 0,20 mit 3 Kilo Tragkraft. Das ist eine andere Vorfachschnur, habe ich da genommen. Genau. Und ist 30 cm. Aber irgendwie bin ich mit den Dingern nicht wirklich zufrieden. Davon habe ich 2 Stück. Auf dem anderen habe ich drauf gemacht Matrixhaken. Ja, und dann habe ich selbst gebastelt. Aber das zeige ich euch gleich. Und zwar muss ich erstmal meine Häkchen suchen. Einen Moment, ich bin hier gerade. Ah ja, genau. Weil ich auch versuchen wollte, mit Köderfisch zu angeln auf Grund, habe ich mir von VNC, habe ich mir Köderfischhaken geholt. Die haben Nummer 2. Ja, ich kenne mich mit diesen ganzen Bezeichnungen, das ist manchmal echt blöd. Jeder Hersteller hat eine andere. Nummer 2, Nummer 10, Größe 8, Größe 7 oder beziehungsweise Größe 8 ist bei dem einen nicht die Größe 8, was bei dem anderen Größe 8 ist. Ne? Irgendwie, ja. Irgendwie sind, ihr wisst, was ich meine. Ne? Genau. Dann muss ich mal gucken, wo habe ich denn diese blöden Haken hin? Einen Augenblick, ich muss mal gerade suchen. Ich hätte mich ja mal vorbereiten können. Und zwar, ich muss kicken. Einen Augenblick, ich hab's gleich. Ach, komm mal her. Ups, ich hänge.
da drinne? Ja, das sind sie. Und zwar, ich habe, weil ich ja auch dampfe, habe ich hier so ein Döschen, da war eigentlich so Watte drinne zum selber wickeln für meine Verdampfer. Die ist eigentlich ganz gut, die Watte, also bin ich zufrieden mit. Genau, hier habe ich sie. Und zwar Ami Tubertini High Quality Serie 10 Nicelato oder so. Also die Italiener unter euch, die das Video gucken sollten, die werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und oh nein, wie spricht der das aus? Afangulo oder so. Das ist Nummer 8. 25 Stück sind da drin. Genau. Dann hatte ich ja noch Tubertini Hagen und zwar diese. Und zwar ist das auch Nummer 8, Serie 26. Da sind auch 25 Stück drin. Also das scheint wohl bei Tubertini so Standard zu sein, dass in den Packungen 25 Hagen drin sind, was ich persönlich echt geil finde. Weil die haben jetzt gekostet 4,50 und die haben auch mal 4,95 gekostet, aber die hatte ich in da hatte ich über eBay Kleinanzeigen mir Angelzubehör gekauft und da waren die dabei. Und aber wenn mir jemand sagen kann, was diese Bezeichnung Nummer 8, ob das die Hagengröße ist oder keine Ahnung, vielleicht kann mir das ja einer von euch erklären, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Übrigens, falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und ein Abo. Da oben wird dann immer meine Playlist verlinkt, meine Angel-Playlist, wo auch immer die neuesten Videos drin zu sehen sind. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren solltet, worüber ich mich natürlich, wie gesagt, sehr freuen würde, weil es motiviert halt doch ein bisschen, dann macht auch die Glocke an. Am besten auf alle und dann kriegt ihr auch immer mit, wenn ich was Neues hochlade. Ja, das ist so viel dazu. Werbung in eigener Sache oder wie nennt man das? Dann habe ich mir gekauft von Matrix, habe ich mir diese Haken gekauft. Das ist ein 12er Haken, Super Match Spaded End, also Spaded End steht, denke ich mal, für Plättchen. Das sind ja Plättchenhaken. Genau. Da sind 10 Stück drin. Boah. Sehr klein. Also bis jetzt habe ich nur die Schnur, die ich da habe, die ist einfach zu dick. Die kriege ich damit nicht gebunden, weil die wirklich sehr, sehr kleine Plättchen haben. Genau. Dann habe ich Uno Momento. Dann habe ich mir gekauft Stahlvorfach. Von VNC. Das sind drauf 10 Meter, hat eine Tragkraft von 5 Kilo und ist beschichtet und zwar kann man das verschweißen. Also da hatte ich mir schon mal, ich habe das auch vorher noch nie irgendwie benutzt, habe das Stahlvorfach an diesen Haken, an diese Haken geknotet. Und zwar zeige ich euch gleich, ich habe nämlich hier ein gefundenes. Einen Moment. Ja, komm schon raus. Irgendwie will mich das heute ärgern. Ups. So. Einen Moment. Doof, wenn man nur zwei Hände hat. Also wie man halt so ein Stahlvorfach, wenn man es fertig gebunden hat, aufwickelt. Ja. Ich versuche das mal zu entwirren. Das ist auch ein relativ weiches Stahlvorfach. Das besteht aus 7 einzelnen Strängen. So. Und zwar habe ich an der einen Seite
Hier habe ich einen Wirbel. Ja, ein kleiner Wirbel, der reicht vollkommen aus. Der trägt, glaube ich, bis 10 Kilo oder 12 Kilo oder so. Und dann habe ich halt hier vorne den Haken dran. Also ich habe die auch nicht mit Klemmhülsen und Klemmhülsenzange gemacht, sondern ich habe da einfach einen ganz normalen Clinchknoten genommen, habe viermal drum gewickelt. So wie man in der monophilen Schnur auch einen Clinchknoten macht, so habe ich das hier auch gemacht. Und habe das dann zum Schluss mit dem Feuerzeug immer so kurz gepulst, so dass die Hitze nicht zu stark ist. Weil ich habe das erst versucht über einer Kerze zu verschweißen, aber das ist dann einfach zu viel Hitze. Also deswegen immer mit dem Feuerzeug kurz pulsen und dann verschweißt das und ich glaube, das hält bombenfest. Und das ist von der Länge her, Moment, ich messe das aus, ich will euch nichts Falsches sagen. Das ist Uno Momento. Warum sage ich eigentlich Uno Momento ständig? Ich glaube, das liegt an den Haken, an den Tubatini-Haken. Ist das überhaupt italienisch, Uno Momento? Ich erzähle einen Blödsinn, ne? Unmöglich, der Kerl. Genau, das ist jetzt ja ca. 35 cm hat das Stahlvorfach Länge. Genau, und da habe ich vor, wie gesagt, mit Köderfisch. Ich möchte versuchen, mir beim nächsten Angeltrip ein paar kleine Rotaugen oder so zu stippen. Und dann versuche ich, wie gesagt, vielleicht sogar einen Barsch damit zu fangen, weil Barsch habe ich überhaupt noch nicht geangelt. Und eventuell vielleicht auch auf Zander, ich weiß es nicht, muss ich testen, was rangeht dann. Also ich gehe ja nicht selten mit dem Ziel zum Angeln, dass ich sage, okay, heute fange ich den und den Fisch. Okay, nee, stimmt nicht ganz. Beim letzten Angeltrip, da habe ich gesagt, okay, heute gehe ich los und fange mir Rotaugen. Genau. Das hat auch ganz gut geklappt, wie ihr gesehen habt in dem letzten Video. Also da hatte ich ja echt gut Rotaugen, hatte ich ja da gefangen. Und ja, also ich habe die ja dann zu Fischfrikadellen verarbeitet. Habe die einfach... Ich bin ja erst spät nach Hause gekommen, ich habe die ausgenommen, habe die richtig ausgewaschen und genau, entschuppt und alles und schön sauber gemacht und dann in den Kühlschrank gelegt. Natürlich auf die Glasplatte, ist ja der kälteste Punkt im Kühlschrank. Abgedeckt und einen Tag später habe ich sie dann, ja, habe ich das Fleisch abgemacht. Und habe daraus dann natürlich per Hand mit dem Messer, weil ich noch keinen Fleischwolf habe, habe ich das ganz, ganz fein gehackt und habe daraus Fischfrikadellen gemacht. Und also das gab auch einige, es gab 6 Fischfrikadellen, die waren ungefähr diese Größe, also waren schon echt gut. Habe ich ganz normal gewürzt mit Salz, also ich habe Fischsalz da. Also, einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich habe das mal aus der Küche geholt. Und zwar gibt es in jedem Supermarkt eigentlich von Ostmann. Das ist lecker für Fisch. Also, das riecht auch echt geil. Oh. Kennt ihr das Fondor? So riecht das. Fondor kann man ja auch zum Beispiel zum Würzen für Fisch nehmen. Und hier sind aber auch noch ein bisschen was anderes drin. Hier steht drauf, eingehäufter Teelöffel, 3 Gramm wären das dann, würzt 250 Gramm Fisch. Einfach zum Fisch geben und nach Wunsch zubereiten. Nur natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe. Okay, ja, sei das mal dahingestellt. Ja. Gewürzsalz für Fisch macht jedes Gericht mit Fisch zu deinem maritimen Lieblingsgericht. Weitere Gewürze benötigst du nicht. Zutaten: Meersalz, Senfkörner, gemahlen,
Pastinake, Zitronenschalen, Pfeffer, Knoblauch, Thymian, Fenchel, Rosmarin, Petersilie, Zitronensaftkonzentrat. Genau, auf jeden Fall ein Fischgewürz. Aber es ist auch wirklich lecker. Also, ob es gesund ist oder auch nicht, sei dahingestellt. Manche würzen nur mit Pfeffer und Salz. Und ja, was ich auch noch dran habe, ist ein bisschen Petersilie an die Fischfrikadellen. Und also, die waren echt lecker. Also, meine Frau und mein Sohn, die waren echt begeistert. Und ich natürlich auch. So, weiter geht's. Was habe ich noch gekauft? Und zwar eine Stipprute, natürlich vollkommen uneigennützig. Ich habe die gekauft, weil mein Sohn gerne zum Angeln möchte mit. Ja, also mal gucken. Ich habe gedacht, okay, kaufst du erstmal nicht so eine teure und erstmal gucken, ob er überhaupt dabei bleibt. Also ich zwinge ihn da auch nicht dazu oder versuche ihn da übelst zu überreden. Also ich versuche ihn schon zu motivieren. Sagen, na, wollen wir nicht mal zusammen los? Er ist jetzt momentan, er wird 9 und genau und hat halt die ein oder andere Einschränkung. Also, er kann nicht so gut laufen, sitzt zeitweise oder teilweise im Rollstuhl. Und bei uns am Angelgewässer gibt es eben die Möglichkeit, dass man die haben 2 Rollstuhlangelplätze. Also, ja, das finde ich ganz gut. Da habe ich gedacht, okay, um zu gucken, ob er erstmal dabei bleiben möchte oder ob ihm das gefällt oder ob er das nicht so möchte, habe ich gedacht, kaufst du erstmal eine nicht so teure. Und zwar habe ich eine von, wie man sieht, eine von DAM. Ich lasse die mal so. Genau. Ah, nee. So, also ja, eine 3 Meter Stippe ist das, eine Telepole BASX, genau BSX3. Dann stehen hier hinten noch ein paar Daten drauf, genau. Und zwar ja, BASX, BSX3, Telepole 10. 3 Meter, 3 Sekunden. Ich denke, das weiß nicht, was das genau bedeutet. Wenn ihr das wissen solltet, Kommentare, ne? 3 Sekunden, ich vermute, also falls ich Blödsinn erzähle, wie gesagt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich vermute, wenn die ausgezogen ist, die Angel komplett, da und man tut so wackeln, dass die Spitze 3 Sekunden nachschwingt. Die Spitzenaktion oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, ich vermute das, aber ja, die wiegt 142 Gramm, 113 cm steht hier hinten noch, ja, aber ob das 113 Zentimeter ist, kann ja nicht sein, wenn sie 3 Meter lang ist, ja, keine Ahnung, auch egal, dann habe ich so eine Fertigangel. Das ist schon komplett. Die musste ich natürlich kürzen, die Leine. Das sind knapp 10 Meter drauf gewesen auf dieser Fertigangel. Musste ich natürlich auf die Länge anpassen. Also, ich will sie jetzt auch nicht ausziehen, weil ich habe sie so fertig drauf. Das seht ihr dann später am Wasser. Also, wie gesagt, die habe ich für meinen Sohn gekauft, aber die kann ich genauso gut nutzen. Bis ich mir irgendwann eine 7. Ich hatte eh vor, mir eine 7 Meter Stippe zu kaufen und da wollte ich mir eben auch diese holen. Mal gucken. Boah. Mal schauen. Also das habe ich mir jedenfalls noch geholt. Ja, ansonsten habe ich ja einige Angeln da. Die hatte ich mir über eBay Kleinanzeigen ja damals nach und nach besorgt. Und zwar habe ich hier eine, die nennt sich, also die ist von Dega, eine T-Rex. Da steht unten, steht Spinn. Also das ist mit Korkgriff. Genau. So. Ich finde die eigentlich ganz schick, weil durch diese rote Zierwicklung finde ich das echt schick. Und das ist auch nicht gestrichen, das ist wirklich gewickelt. Also
Genau. Die ist, einen Moment, 2,10 Meter, besteht aus zwei Teilen, also ist eine Steckrute, hat ein Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm. Genau. Und da habe ich drauf eine, was ist das? Eine. Boah, ich bin so ein. Ach genau, von DHM eine Quick ATP 540 nennt die sich. Diese Rolle. Und zwar, was ich bei der richtig cool finde, die kann man hier so umknicken. Genau. Einen Moment. Hat hier unten hat die so ein Teil, da drückt man. Ja, und dann kann man das wieder ranklappen. Genau. Mit der habe ich auch immer bis jetzt ganz gut gefangen. Da habe ich eine Posenmontage drauf und habe ein 10er Brassenhaken dran von Owner. Genau. Ja, die habe ich. Mit der habe ich bis jetzt auch immer gut gefangen. Meistens die Zwergwelse und auch die Rotaugen. Ne, die Rotaugen, die hatte ich das letzte Mal. Bin ich am Überlegen. Die Rotaugen, die hatte ich. Genau. Die Rotaugen habe ich gefangen mit dieser Rute. Die hat hinten so einen Schaumstoffgriff. Genau. Ja. Auch mit Pose kann man oben kann man das abmachen und ein Knicklicht rein. Und zwar ist es eine Westland Fighter Spinning Rod 10 Casting W up to 60 GR. Also ja, ich denke mal Wurfgewicht irgendwie 60 Gramm oder so. Und genau. Da habe ich eine Quantum-Rolle drauf. Die hatte ich mir bei uns hier im Laden beim Angelspezi gekauft. Ja, da habe ich natürlich, weil ich nicht der Angler mit Ahnung bin, da hatte ich mir am Anfang die Bremse geschrottet. Da ist, also die ist nicht kaputt, die geht noch, die macht halt bloß keine Geräusche mehr. Da war innen ist vorne so ein ganz kleiner Stift, der ist verbogen gewesen. Und ja. Also, das hat mir auch der im Laden, hat mir das sofort vor Ort, hat mir das repariert und ja, also der Chef vom Angelspezi hier bei uns in Heide, der hat das ja repariert und sagt auch, dass ich die so ohne weiteres nutzen kann. Genau, und das funktioniert auch ganz gut. Und da habe ich drauf eine, Moment. Habe ich eine Schnur drauf und zwar von Balzer, die Camtec, genau, 0,22 mm Durchmesser mit 4,1 Kilo Tragkraft und 9,03 lbs. Das ist für Rotaugen, Brassen, so für Weißfisch halt, ne, so die Schnur. Und ja, die habe ich da drauf auf dieser Quantumrolle. Und ja, genau. Dann, was habe ich mir noch gekauft? Und zwar ein Kescher. Wenn ich gewusst hätte, dass der so sau schwer ist, hätte ich den wahrscheinlich nicht gekauft. Aber ich finde ihn so ganz schick. Also, ist auch einer von Cormoran. Das ist, ich wollte halt einfach einen Kescher haben, der gummiert ist. So. Gut, man kann das jetzt schlecht erkennen hier. Ich bin hier in einem ziemlich schmalen Raum, also ich kann jetzt nicht weiter nach hinten gehen. Das ist ein Kescher von Cormoran. Der hat hier so einen Teleskopgriff. Moment. Den kann man ausziehen bis 1,90 Meter.
Genau. Und ist klappbar. Ich sehe ihn gerade mal wieder zusammenschrauben. Und er ist klappbar. So. Zack. Genau. Also er ist sehr schwer, aber gut. Ich meine, ich denke mal, diese günstigen Kescher sind allgemein ein bisschen schwer. Wenn man jetzt natürlich das Geld investieren möchte und kann, dann kann man sich auch einen aus Vollcarbon holen, mit Vollcarbon-Stab und hast du nicht gesehen. Kann man machen, wenn man das Geld hat, aber ja, wie gesagt, dann hat man halt auch weniger Gewicht. Und ja, aber mir kommt es darauf an, dass der hält. Das werde ich sehen im Laufe der Zeit, wie der ist, wie dieses Klappscharnier sich macht. Ja, und wenn der hält, bin ich damit zufrieden, auch wenn er ein bisschen mehr wiegt. Aber ja, mein Gott. Weil ich ja nun immer mit dem Fahrrad unterwegs bin zum Angeln. Ich habe leider kein Auto. Oder was heißt leider, bei den Spritpreisen heutzutage ist es ja auch nicht ohne. Ein Auto zu besitzen. Also die Leute tun einem echt leid teilweise, aber ja. Ich habe halt keinen Führerschein, habe dadurch natürlich logischerweise auch kein Auto und fahre halt immer mit dem Fahrrad zum Angeln. Und da muss ich gucken, irgendwann muss ich mir einen Anhänger, also so gibt es ja fürs Fahrrad, so Fahrradanhänger, die, da macht man sich an die Sattelstange, schraubt man sich eine Kupplung. Die gibt es schon mit Kupplung zu kaufen, diese Fahrradanhänger. Und da kann man das ankoppeln und dann passt da auch ein bisschen mehr rein, dann muss ich nicht alles auf dem Rücken mitschleppen oder am Lenker oder sonst wo, und also das ist schon echt nervig. Also ich habe hier so eine Boxen, also hier habe ich eine kleine Box, ja, ich bei uns hier im Günstigbaumarkt habe ich die gekauft. Ja, bin ich eigentlich zufrieden mit den Boxen. Die haben auch so Fächer, die sind so unterteilt, die kann ich selber einteilen oder ich lasse halt offen. Ich habe größere Fächer, da habe ich eine mittlere, genau. Dann habe ich eine kleine Box, wo ich hier meine ganzen Posen und Wirbel und ja, sowas habe ich da drin. Hier in der, mal gucken, was ich da alles drin habe. Bleie, genau, überwiegend Bleie oder hier Anti-Tangle-Booms in verschiedener Ausführung. Groß, mittel, klein. Sieht man ja. Groß, mittel, klein. Genau. Hier habe ich noch eine Wackler-Pose. Die habe ich geschenkt gekriegt. Ja. Da will ich mal versuchen. Ich habe da einfach so einen Schlauch oben drauf auf die Antenne. Ein Knicklicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Also das ist eine Pose, die ist vorgebleit. Sieht man ja auch. So. Die trägt 2 Gramm plus 0,5, also da hat man 2 Gramm vorbebleit und muss noch 0,5 Gramm draufpacken, halt so rum. Genau. Wackler Pose. So. Irgendwas hatte ich doch noch, was ich sagen wollte. Ach ja, gebastelt habe ich ja auch. Und zwar, wo habe ich es denn hin? Chaos! Yay! Ach ja, nee, die eine Rute wollte ich euch ja noch zeigen. Machen wir erstmal mit den Ruten weiter. Und zwar habe ich hier eine, keine Ahnung, was das für eine ist. Die ist 3 Meter, ist eine Steckrute, hat eine Länge von 3 Meter, ein Wurfgewicht von 50 bis 100 Gramm. Und da hatte ich mich über die App Alle Angeln, hatte ich das mal gepostet, ein Bild von der Rute, weil mich das interessiert, was es für eine Rute ist und wofür man die nehmen kann. Und da hatte einer drunter gepostet oder kommentiert, ja, ist halt so für Zander und sowas kann man das nehmen oder für Hecht oder so. So. Ich vermute, man kann es auch gut als Grundrute einfach. Genau. Die ist halt sehr schwer, ne? Mit der Rolle noch. Das ist auch eine alte DAM Quick Rolle. Da habe ich die 0,30er Schnur drauf. Ne, die 0,35er Schnur, die ich euch gezeigt habe am Anfang. Und zwar die Trilene 0,34,5.
Ja. Habe ich da drauf gemacht und habe als Montage einfach eine ganz normale Grundbleimontage. Habe hier vorne habe ich einen Gamakatsu-Wurmhaken. Ich glaube, das müsste Größe. Was war denn das? Was war das für eine Größe? Das ist nicht mal ein Gamakatsu, das ist hier. Und zwar von der Firma Exori Fishing High CS Hooks. War extrem scharf, Top Quality. Das ist Größe 6 mit einem Vorfach 0,30er Durchmesser und 40 cm Länge. Das ist ein Wurmhaken für Aal. Genau den habe ich da drauf. Dann habe ich einfach einen Wirbel, der trägt auch bis 15 Kilo. Dann habe ich eine Perle und dann kommt das an die Tangelboom. Die Perle, damit der Knoten geschützt ist. Das ist ein ganz einfacher Clinchknoten. Ja. Und das müssten 30 Gramm Blei sein. Genau. Und das nehme ich als Grundmontage. Das wollte ich das nächste Mal auch mitnehmen. Falls ich es schaffe, Köderfische zu fangen, dann mache ich nochmal ein anderes Vorfach ran. Und dann möchte ich gerne mal mit Köderfisch angeln. Vielleicht beißt ja irgendwie ein Aal. Naja, gut, ein Aal nicht, aber ein Barsch wollte ich sagen. Und vielleicht auch ein Hecht. Na gut, Hecht hat schon Zeit, ist auch wieder doof. Ne? Jawohl, Hecht geht. Ja, doch, Hecht geht bis. Boah. Ich bin so ein beschissener Angler, ich weiß jetzt gerade nicht die Schonzeit. Aber kann ich euch gleich sagen. Und zwar Hecht. Hecht. Hier hinten sind die Maße und alles. Also bei uns hier in Schleswig-Holstein ist Schonzeit von 15.02. bis 30.04. Genau. Und aber im Verein war es ein bisschen anders bei uns. Die haben ja ein bisschen andere Schonzeiten. Und zwar kann ich euch gleich zeigen. Das hatte ich mir auch mal bei uns im Angelspezi gekauft. So eine ganz einfache ja, Angelhülle. Und da habe ich von unserem Verein hier genau so eine Anstecknadel. Und zwar, wir haben bei uns in den Vereinsgewässern Karpfen, Mindestmaß 40 cm. Schleie 30 cm. Graskarpfen 60 cm. Hecht 55 cm. Zander 50 und Aal 50. Und zwar, Moment. Ich gucke gerade was, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Und zwar. Dauert einen kleinen Augenblick. Ich will euch ja nichts Falsches sagen mit der Schonzeit. Ja, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Ja. Schonzeit ging, glaube ich, bis. Verdammt. Stand doch hier irgendwo. Moment. Genau. Das Mitführen von fangbereiten Raubfischangeln vor dem 1. Mai jeden Jahres, Freigabe des Raubfischfangs, ist nicht zulässig. Die Schonzeit für Zander endet am 1.6. Blinkern ist ab 1. August erlaubt. Beim Fischen mit Kunstködern auf Raubfisch darf keine weitere Angel ausgelegt werden. Ausgelegte Angeln müssen immer unter Aussicht sein. Ja, das ist ja selbstverständlich, ne? Ja.
So ist das. Genau. Dann, wie gesagt, die Angel wollte ich mitnehmen. Und ja, genau. Und dann, wie gesagt, ich habe gebastelt, weil mit diesen Brettchen, mit diesen Schaumstoffbrettchen, bin ich nicht so ganz zufrieden. Deswegen habe ich mir was ganz Einfaches gebaut. Und zwar habe ich mir aus einer Holzleiste, das ist von einem alten Lattenrost, das habe ich ein bisschen angeschmörgelt, also angeschliffen, das auf 40 cm 40 cm abgesägt, habe die Kanten ein bisschen gebrochen mit grobem Schmirgelpapier, ein bisschen über die Oberfläche, damit es ein bisschen glatt ist, habe mir hier vorne drei Nägel und hier hinten drei Nägel reingemacht. Und zwar habe ich dann, kann ich meine Haken schön drauf spannen, ähnlich wie in einer Hakenbox. So, genau. Da habe ich hier, das sind diese Tupertini-Haken, wo ich euch gezeigt habe, diese, ja, die aus der kleinen Plastikverpackung. Und zwar Tupertini Größe 8, Vorfach 40 cm Länge, 0,22er Durchmesser, Tragkraft von 4,1 Kilo. Genau. Also ich zeige euch das mal. Tupertini. So. Genau. Und hier unten habe ich Matrixhaken. Aber wie gesagt, da brauche ich mal andere Vorfachschnur. Die ist wirklich echt. Die kriegst du kaum gerade so gebunden. Das ist auch 40 cm Vorfachlänge mit 0,20er Schnur. Also ich schätze mal, eine 0,18er ist bei den Haken angebrachter. Und alles wie gesagt Blättchenhaken und genau. Ja, das dazu. Jetzt sehe ich gerade 42 Minuten Video. Also nach meinem Gequatsche, wenn das Video zu Ende ist, da werde ich wohl bei knapp 45 Minuten liegen. Nicht übel. Ziemlich langes Video heute, aber das wollte ich euch einfach mal zeigen. Außerdem hatte ich mir ja ein Stativ gekauft. Das hatte ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Dass wenn ich am Wasser bin oder wie jetzt halt mit Stativ filmen kann, man hat die Hände frei, es wackelt nicht, es ist angenehmer für euch, wenn ihr euch die Videos anguckt, dann ist es angenehmer für die Augen, es wackelt nicht so. Und genau, weil ich selber merke das ja auch, wenn ich mir ein Video auf YouTube reinziehe und das ist nur am Rumwackeln und dann macht das total nervös, da wirst du total hibbelig und das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Stativ gekauft. Das ist so ein Reisestativ von Rollei. Rollei City Traveler oder so ähnlich nennt sich das. Also das werde ich auch nochmal vorstellen, wenn ich das. Aber das findet man auch auf YouTube. Also wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es unten in der Videobeschreibung. Also. Klar, es ist was Günstiges, also es hat mit Versand knapp 25 Euro gekostet, aber ich bin zufrieden mit, mir reicht es, steht stabil. Also es kippelt nicht, die Füße lassen sich gut arretieren. Also das sind Teleskopfüße, die kann man dann mit so Verriegelungen, kann man die dann arretieren. Hat oben eine kleine Wasserwaage an, also so eine Libelle wie bei der Wasserwaage, damit man sieht, ob es in der Waage steht. Und man kann es hin und her schwenken und ich bin zufrieden damit. Also ich werde das auch mal vorstellen. Aber dazu findet man auch auf YouTube andere Videos von YouTubern, die das vorstellen. Und über YouTube habe ich das ja auch gefunden. Ich habe auf YouTube eine Suche gestartet für ein günstiges Stativ. Und irgendwann bin ich mal bei dem gelandet. Ich dachte, okay, für den Preis bestellst du es mal. Erstens, weil ich ja wie gesagt nicht so viel Budget habe. So, jetzt habe ich es. Und genau. Okay, kurze Rede, langer Sinn. Nee. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wie gesagt, also falls euch meine Videos gefallen, schaut gerne
Schaut gerne auch in meine anderen Videos rein. Gebt einen Daumen hoch und ein Abo wäre natürlich auch richtig geil. Und wie gesagt, es motiviert halt doch weiterzumachen und ja, genau. Jetzt kommt meine Katze mich oder unsere Katze mich gerade zu. Na Minka, komm mal her. Komm mal her, Mieze. Ja, feine. Na komm mal her. Ja, fein. Ja, ich auch. Zeig euch mal unsere Katze. Guck mal, Minka, du bist im Fernsehen. Guck mal. Minka ist im Fernsehen. Ja. Ich lasse sie lieber runter, weil es ist eine richtige Kratzbürste, aber ja. Putzige Katze. Okay, dann erstmal see you later und man sieht sich.